Im heutigen Video der Reihe Lockdown, zieh dich zurück, Effata, öffne dich, geht es um das Thema Erkranken. Also dann, wenn meine Kräfte nachlassen, wenn mich ein Virus befällt, wenn ja einfach auch ein Schicksalsschlag mich trifft, weil ich eine Krankheit durchzustehen habe oder es vielleicht in meinem eigenen Umfeld so erlebe, dass in meiner Familie Menschen krank werden, mir Anvertraute auf einmal pflegebedürftig werden, wie dann damit umgehen. Das ist für mich dann wirklich die Krise, wo ich gar nicht weiß, was ich erstmal angehen soll, aber was sind vielleicht auch Wege, eben da durchzukommen und weiterzugehen und neuen Lebensmut auch immer wieder zu finden und zu entdecken. Diesem Thema Erkranken wird es um die Unterpunkte ebenfalls gehen. Nämlich zum einen die Nöte, also dass ich merke, da fällt mir vieles einfach nicht leicht, sondern im Gegenteil eher schwer, weil es mich herausfordert, damit umzugehen, die eigene Krankheit beispielsweise anzunehmen oder zu merken, in meinem Umfeld sind da auf einmal mehr Gebrechen da, es geht anders im Leben, ich muss auf anderes Wert legen und achten, ja beachten. Natürlich dann auch die Sorgen. Ich mache mir ja meine Gedanken, was kommt da alles auf mich und oder den anderen zu. Wie wird es gehen? Wie kann da noch gutes, gelingendes Leben aussehen oder auch wieder? Nämlich die letzte Frage ja auch, die Frage nach Heilung. Wie kann es in dem Krankheitsverlauf auch wieder besser werden? Manchmal vielleicht nur in ganz, ganz kleinen Schritten. Manchmal ist vielleicht auch ein Heilungsprozess gar nicht in Sicht zu nehmen. Und ich muss irgendwie überlegen, kann und will ich da jetzt weiter im Leben durch? Finde ich dennoch Möglichkeiten, gut und sinnvoll zu leben? Oder sehe ich wirklich nur die Schwierigkeiten? Ich denke, da gibt es einfach auch bei Menschen sehr unterschiedliche Zugangsweisen, mit Krankheit, mit Erkrankten umzugehen. Für viele bricht zunächst einmal die Welt völlig zusammen. Manche finden im Lauf der Zeit, im eigenen Heilungsvorgang oder auch im Krankheitsfortgang, je nachdem natürlich auch, was es für eine Krankheit ist, gibt es einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten zu neuem Lebensmut und manche erstarren sozusagen in ihrem Leben. Dabei müssen wir uns immer wieder natürlich vor Augen führen und uns bewusst werden, dass Krankheit zum Leben dazugehört. Ein Leben ohne Krankheit ist nicht oder wohl nicht möglich. Krankheit beschäftigt uns also immer wieder und unser Leben lang oder eben auch uns, liebe Menschen, die von einer Krankheit befallen werden, die einfach auch merken müssen, mein Leben hat sich völlig verändert und wie sollte ich da jetzt darauf reagieren? In dieser Zeit der Corona-Krise haben ja viele Menschen gemerkt, dass der Wert des Lebens und auch der Wert der Gesundheit wieder ganz neu oder vielleicht sogar noch mehr oder besser gesagt erneut in ihrem Leben wichtig geworden ist. Sie haben gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, ein ganzes Leben lang oder zumindest in großen Zeiten des Lebens von Krankheit frei zu sein. Denn Krankheit kann jeden Menschen treffen und wir wissen nicht, was auf uns zukommen kann, vielleicht auch wird. Von Krankheiten her gesehen kennen wir ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie Krankheit uns befallen kann. Allein die verschiedenen Arten von Krankheiten, von Erkrankungen, ob das körperlicher oder seelischer Natur ist, dann fragen ja auch danach, wie Krankheiten sich genau zeigen, welche entdeckt, diagnostiziert werden können, bei welchen es Möglichkeiten auf Heilung und Besserung auch gibt und manchmal ja auch die Ratlosigkeit auch gerade von Ärzten oder
von Menschen in der Pflege und im Bereich der Krankenfürsorge, den Krankenhäusern, dass sie gar nicht wissen, wie sie jetzt die Lage beurteilen sollen oder können. Wo sie auch irgendwie ratlos bleiben und gar nicht wissen, ja, wie genau wird es wahrscheinlich verlaufen. Das ist einfach ein Rätsel, das manchmal sogar bleibt. Beispielsweise die Frage ja auch danach, findet sich ein Medikament in nächster Zeit dazu? Man denke beispielsweise an die aktuelle Corona-Krise, wo ja lange Zeit unklar war und auch manchmal sogar noch ist, mit dem Impfstoff, wie ist das? Wirkt er? Hat er dann die Folge, dass ein völlig normales Leben wieder möglich ist? Was sind die Folgen und Konsequenzen derjenigen, die an der Krankheit erkrankt sind, welche Langzeitfolgen tun sich auf. Und so kennen wir das ja auch aus verschiedenen anderen Krankheiten, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wird es darauf ein Medikament eines Tages geben oder auch nicht. Beides ist möglich. Die Hoffnung ist groß, dass sich immer wieder auch in Wissenschaft und Fortschritt was tut, aber wir können es nie ausschließen, dass es eben immer eine Alternative geben wird. Insofern ist das Thema Erkranken ja auch für viele ein schwieriges Thema, weil es irgendwie so ein wenig fatalistisch klingt. Die einen haben es im Leben halt gut und kommen dadurch. Manche werden von Krankheit überhaupt nicht betroffen und befallen, jedenfalls auf den ersten Blick. Und andere haben wirklich ein schweres Leid zu tragen. Sie merken, wie sie von einer Krise, von einer Krankheit zur nächsten gehen müssen und da durchkommen müssen. Ja, folglich, wie gesagt, ein schweres Thema und deswegen wollen wir uns auch in persönlicher Art und Weise diesem Thema nähern und vielleicht auch dann in unserer Austauschrunde darüber nachdenken, wie es bei mir in meinem Leben aussieht mit Krankheitsverläufen, wie ich da durchgekommen bin, wie auch vielleicht meine Phasen waren, was habe ich durchgestanden, wie kam ich voran, wie habe ich auch wieder einen Hoffnungsblick sehen können oder was fällt mir nach wie vor schwer, weil das ja auch klar ist, jeder geht ganz anders mit dem Thema Erkranken um. Wie gesagt, wenn wir auf die Krankheit an sich schauen, dann gibt es natürlich unterschiedliche Facetten, wie etwa die Frage nach wiederkehrenden Krankheiten, in jedem Jahr auch beispielsweise ja das Thema Husten, Schnupfen, Grippe, das immer wieder kommt, so kleinere Erkrankungen, wo wir merken doch, dass es auch immer wieder uns befällt, dass wir damit uns auseinandersetzen müssen, wo aber gleichzeitig wir ja auch Möglichkeiten haben, in Gesundheit oder zur Gesundheit wieder zurückzukommen. Dann natürlich das Thema und die Frage nach langfristigen Erkrankungen und wie damit umgehen. Multiple Sklerose beispielsweise als eines der Themen, das ja eine Langzeiterkrankung erstmal ist und wo einfach die Frage nach Heilung sehr schwierig ist. Es sind kleine Schritte, die gegangen werden können, manchmal, aber auch nicht immer. Und der Mensch, der von der Krankheit befallen ist oder sich damit auseinandersetzen muss, dass einfach vieles schwerer werden wird, hat schon auch verschiedene Phasen durchzustehen und muss sich auseinandersetzen, ja, was sind meine Erwartungen und Hoffnungen in kleinen Schritten weiterhin. Ähnlich ist es ja mit dem Thema Krebserkrankung. Wie kann da Hoffnung und ein wenig Heilung aussehen? Schlägt die Behandlung an oder nicht? Das sind ja immer so Themen und Fragen, die einen da viel auseinandersetzen. Deswegen wollen wir auch da gern drüber sprechen, wenn ihr möchtet und dazu bereit seid, dass wir da auch gemeinsam und aufbauend natürlich darüber sprechen können. Ja, letztlich eben die Frage, behandelbar, nicht behandelbar. Und die Frage auch, was erwarte ich und erhoffe ich überhaupt auch in einem solchen Krankheitsverlauf, egal welche Krankheit es ist, wie möchte ich vorankommen und voranschreiten, weil natürlich schon auch mit hineinspielt oft, wie ist mein eigener Zugang, wie finde ich auch
Hoffnung, Halt und Orientierung. Im Blick auf das Thema Erkrankung und Erkranktsein gilt es, den Fokus auch darauf zu richten, wie sieht es da auch natürlich bei mir aus mit Familie, Angehörigen und den Umständen, wo finde ich da Halt und Orientierung, was spielt da der Glaube für eine Rolle für mich? Finde ich mich einfach in einem Umfeld geborgen, weil die Umstehenden ja im Laufe der Zeit gelernt haben, mit der Krankheit umzugehen, auch mit mir umzugehen und auch den Höhen und Tiefen in meinem Leben. Und auf der anderen Seite, was fällt mir da schwer? Gibt es Menschen einfach, die nicht mehr können? Das muss ich ja immer in den Blick nehmen, dass ich auch nicht meine Umstehenden völlig überfordere, weil sie natürlich in einer anderen Phase ihres Lebens stecken und mir natürlich auch nicht in jedem Thema weiterhelfen können, weil sie auch andere Themen noch in ihrem Leben haben. Das ist natürlich auch so eine Facette. Folglich ist natürlich immer wichtig, in der Krankheit auch zu wissen, ich habe auch Menschen, die mir nahe sind, die mich begleiten und an der Seite stehen. Hoffentlich, so jedenfalls die Hoffnung. Und da auch eben die Frage der Unterscheidung zwischen den körperlichen Leiden, also den Schmerzen, die ich tatsächlich auch erfahren muss am eigenen Leib und Körper, wo es vielleicht ja aber auch Mittel dagegen gibt oder ich einfach auch Bewältigungsmechanismen gefunden habe in dem Prozess. Das ist ja auch klar, dass es oft erstmal ein Prozess ist, dass es am Anfang schwerfällt und ich dann erst langsam in den Prozess hinein starten kann, mich darauf einlassen kann. Und auf der anderen Seite ja auch das Thema seelische Leiden, also die Frage danach, wie ich mit Verzweiflung und Mutlosigkeit umgehe, wenn mich einfach ja die ersten Prognosen treffen, aber auch wenn ich merke, ich habe wieder einmal einen Rückschlag zu durchstehen, wie gehe ich dann weiter? Wie komme ich durch das Loch hindurch wieder zu neuer Hoffnung? Und auch die Frage nach einer fehlenden Hoffnungsperspektive, ja manchmal, wo ich nicht weiß, ja, gibt es überhaupt die Möglichkeit auf Heilung? Wie geht es weiter? Und was könnten oder können nächste Schritte sein? Ja, das Thema Krankheit. Es ist ein Thema natürlich auch aktuell, mit dem Thema Coronavirus und den Höhen und Tiefen, die wir da erleben. Wie gesagt, ich möchte in unserem Video und in unserem Thema darauf eingehen, auf die drei Schlaglichter. Zum einen die Nöte, also ja die Frage nach, bleibt alles so, wie es ist? Fragen, die ich mir einfach stelle in den Nöten. Wie geht's weiter? Da sind ja auch gleichzeitig die Sorgen mit dabei. Kann ich da überhaupt Kraft finden für mich wieder neu, Hoffnung? Und auch niederschlagen, wie gehe ich damit um? Es wird ja nur noch schlechter, manchmal die Haltung oder auch die Prognose. Wie dann aber damit umgehen? Und die Frage nach Heilung. Oft ja nur in ganz kleinen Schritten möglich, wenn überhaupt. Und es kommt ja da auch nochmal darauf an, wie jede und jeder das nochmal definiert, was so ein erster Schritt oder ein kleiner Schritt sein kann oder könnte. Und manchmal ist natürlich das Thema Heilung auch viel leichter gesagt, dass es dann wirklich auch aussieht, dass ich mir das ganz anders vorstelle und es dann ganz anders wird und anders verläuft, als ich mir das eigentlich gedacht habe. Es hängt also damit auch zusammen, welchen Anspruch an mich ich stelle, was ich mir zumute und zutraue und erhoffe. Beispielsweise, wenn manchmal ja der Satz aufkommt, es soll alles wieder so sein wie vorher, dann ist es ja oft eher eine defizitäre Ansicht, dass ich merke, so in dem Zustand jetzt, wenn ich Krankheitserfahrung durchmache, habe ich nicht mehr das, was ich vorher habe und folglich, ja, bin ich nicht mehr der, der ich vorher war, aber
Vielleicht kann ich ja im Laufe des Prozesses doch auch merken, dass ich gar nicht immer dahin zurück muss, wo ich vorher angefangen habe, dass ich jetzt eher auf einen neuen Blick schauen muss, wie geht es weiter, was ist für mich auch ein neuer Zugang, eine neue Möglichkeit, ja, ein neuer Schritt. Vielleicht finde ich mich auch dann ganz neu wieder, wenn ich einen Prozess durchgemacht habe. Heilung, das Thema Heilsein, Heilmachen, kommt ja aus dem Griechischen von Soteria, wo wir auch den Soter herkennen, den Heiland, den Heilmacher. Ja, das Thema zum Heil führen. Ich denke, das führt uns auch vor Augen, dass wir natürlich auch und gerade in dieser unserer Welt und unserer Umgebung und unserer Zeit Heilung nötig haben, wie Jesus ja auch sagt im Matthäusevangelium, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Die Zuwendung gerade auch Jesu auf die Kranken hin und natürlich auch der Auftrag an uns, gerade im Sinn der Diakonia, der Caritas und der gelebten Nächstenliebe für den anderen und in seinen Nöten da zu sein. Aber auf der anderen Seite, dass ich auch weiß und mir das vor Augen halte, dass es dennoch auf Erden wohl nie gänzlich und ganz heil sein wird. Dass es immer Probleme und Krankheit geben wird und dass die eigentliche Heilung und das eigentliche Heilsein erst im Himmel startet und vollendet sein wird, nämlich bei unserem wahren Heiland. Und da schauen wir zunächst einmal auch auf die Gleichnisse Jesu, die er uns an die Seite gibt. Er hat ja viele verschiedene Formen von Heilung, Heilungsgeschehen und Heilungsgeschichten, die wir in den Evangelien entdecken, aber sie sind immer ja auch nur exemplarisch. Jesus heilt viele Menschen, aber es sind gleichzeitig immer nur Einzelne, denen er sich zuwenden kann. Er vertreibt Krankheit nie gänzlich aus dieser Welt, warum auch immer. Heil will er die Welt schon machen, gerade auch durch sein Kreuz und Leiden, den Tod beseitigen, den ewigen. Aber dennoch bleibt auf Erden immer das Thema auch übrig, wie mit Krankheit und Not umgehen. Da denken wir beim Thema Heilung an den Blindgeborenen beispielsweise, wo derjenige auch merkt, das Leben geht anders und besser weiter, weil Jesus sich den Menschen zuwendet und darauf schaut, wo er überhaupt hin will. Blutflüssige Frau etwa, die sich an Jesus wendet, wo wir auch merken, es geht darum, überhaupt den Mut aufzubringen und den eigenen Entschluss zu fassen, wohin will ich eigentlich? Wo finde ich neuen Mut, neue Perspektive, ja neue Hoffnung? Von mir heraus und dann den ersten Schritt tun, auf jemanden zugehen, das ist ja schon eine große Herausforderung wohl gewesen, gerade auch für diese Frau, auf Jesus zuzugehen. Aber sie hatte wohl in sich auch zugleich die Hoffnung und die Erwartung, da ist derjenige, der mein Leben heil machen kann, der mir neuen Mut, neuen Schwung fürs Leben gibt und der mir das Leben wieder neu ermöglichen will. Denken wir an die Heilung des Gerasenas, also auch die Frage danach. Es gibt ja nicht nur die körperlichen Krankheiten, sondern auch die seelischen. In diesem Sinn beim Kranken in Gerasa, der ja befallen ist von den dunklen Mächten, ja, vom Bösen, von wohl auch heute würden wir sagen, vielleicht Depressionen, aber vielleicht, wie gesagt, auch anderen Mächten, die wir nicht ausschließen sollten, immer wieder, dass es da auch Heilung bedarf. Den Lahmen, der überhaupt in den Blick genommen wird, weil Jesus darauf angesprochen wird, du, da ist einer, der dich erwartet, der Heilung und Hoffnung nötig hat. Jesus, der durch Mauern sozusagen geht oder durch abgedeckte Dächer. Glaube, der durch Mauern gehen kann, ja über Mauern springen kann, wie es in einem Psalm heißt, wo ich dann
wieder neue Hoffnung finden. Schwiegermutter des Petrus etwa, Jesus, der vom Leid der Angehörigen hört und sich dann zuwendet und gleichzeitig ja auch Talita Kum, die Verstorbene, die schon gar keine Hoffnung mehr hat, beziehungsweise die Angehörigen, die keine Hoffnung mehr haben, wo Jesus aber sagt, es gibt ganz neue Hoffnung da, wo du sie gar nicht erwartest und vermutest. Wie gesagt, diese Gleichnisse, gerade im Bereich der Heilungsgeschehnisse, sind immer exemplarischer Art. Sie sind Beispiele der Nähe und Zuwendung Gottes, wie er den Menschen begegnen will. Und der Auftrag, der dann auch an die Umstehenden geht, dass auch wir dazu aufgerufen sind, uns den Menschen zuzuwenden. So etwa im Lukas-Evangelium, wenn es heißt, der Auftrag Jesu, heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist euch nahe. Es will wohl heißen, Heilung soll zur Verherrlichung Gottes dienen und den Menschen eben neue Perspektiven ermöglichen, die frohe und gute Nachricht bereiten. Da ist Hoffnung für dein Leben zu erwarten. Hier und heute und auch dereinst im Reich Gottes. Es ist keine Vertröstung nur auf fernhin irgendwann, sondern schon auch konkret hier und heute, aber nicht nur. Das ist vielleicht auch der Blick, den wir immer wieder in den Blick nehmen müssen. Nur die Vertröstung im Hier und Heute, aber auch die Frage, was erwarte ich denn auch dereinst im Reich Gottes bei ihm? Und wir kennen es ja von Jesus selbst, der das erfüllt, was schon Jesaja verkündet und ankündet. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Jesus dort am Kreuz, all die Nöte, die Sorgen, die Last, die Krankheiten, die er auf sich nimmt und uns so ganz besonders nahe kommt und nahe ist. Jesus weiß um Krankheit, Not und Sorge und er nimmt es auch auf sich und er lässt uns damit niemals allein. Ja, ein Thema, das mit Krankheit auch zusammenhängt und das wir da in den Blick nehmen müssen, ist das Thema Kränkung. Denn es trifft viele Menschen auch ganz tief und verletzt sie auf eine andere Art und Weise, dass da auch Gesundheit nur schwer möglich ist und dass auch Krankheit auftreten kann. Deswegen wird das Thema Kränkung auch oft als Gift für die Seele bezeichnet. Es sind Worte oder Taten eines Nahestehenden oder Umstehenden, ja vor allem vielleicht sogar auch eines geliebten Menschen, die einen so tief treffen und verletzen können, dass sie uns eben nicht mehr loslassen. Kränkungen greifen unsere Erinnerung an. Sie machen uns mitten im Alltag und im Bewusstsein Probleme. Und es treten manchmal ja dann auch gar die Gefühle auf von Wut und Rache, dass ich nicht mehr weiter weiß, dass ich dem anderen, der anderen das dann zurückzahlen will, was er sie mir angetan hat, ja, oder angetan hat und ich dann darauf reagieren muss oder will. Es geht aber auch weiter, dass man sich fragt und nachdenkt, ja, grübelt und beklagt, dass die Gelassenheit zerstört wird, man in einen Kreislauf kommt. Wie soll es weitergehen? Wie finde ich da neue Perspektive überhaupt? Und die Krankheit und Erkrankung durch die Kränkung hat ja auch nochmal zwei Perspektiven. Einerseits von außen, also die Worte, die jemand anderes mir zuspricht und mich verletzt damit, aber auch manchmal ja von innen heraus, aus mir selbst, das, was ich von mir selbst halte, wie ich mich selbst fertig mache, ja, die Minderwertigkeitsgefühle und der Minderwertigkeitskomplex, weil ich mir vieles nicht zutraue, weil ich keine Perspektive für mich sehe und mich manchmal auch schlecht rede, mir keinen Mut mache und keine guten Worte für mich finde. Demütigungen, die ich erfahren muss, sie sind
mit Auswirkungen zu verknüpfen und zu sehen, die mich langfristig gesehen tief treffen können. Fängt an mit kleinen Sticheleien, auf einen anderen hin, immer wieder sich necken. Das ist ja manchmal auch noch in Ordnung, aber manchmal die Häufung, die dann weitergeht, blöde Kommentare, die an der Seite kommen, niederschwellig manchmal auf einen einprasseln, bis hin zu vertanen, vergessenen Dankesworten, Geburtstagen, wo jemand sich gekränkt fühlt, wenn Menschen nicht an ihn denken und vielleicht gerade auch in der Häufigkeit, wenn es öfters passiert. Eine Verstärkung ist, wenn es dann noch mal weitergeht, nämlich wenn es eine Bloßstellung gibt vor anderen, vor einer Klasse beispielsweise oder vor Arbeitskollegen, wenn der Chef einen fertig macht, weil ich etwas nicht geschafft habe und ja, da einfach merke, das hat mich dann tief getroffen, verletzt, wo ich erkranke und merke, das geht so nicht weiter. Es kann manchmal dazu führen, dass ein Beziehungsabbruch folgt, die Freundschaft wird gekündigt oder mit der Familie will man nichts mehr zu tun haben. Es kann manchmal im schlimmsten Fall gar zu Tragödien in den Familien führen oder auch bei einem selbst zu psychischen Problemen führen. Ja, eine anhaltende Spannung, die sich durchs Leben zieht, Aggressionen, die zunehmen. Oder eben auch das Thema Eifersucht, wie damit umgehen. Manchmal ist es ja eine Initialzündung und dann überhaupt, dass erstmal der Funkenflug weiterführt, dass der Ausbruch irgendwann erst folgt. Durch Kränkungen zerbrechen manchmal Ehen und auch gute Freundschaften, manchmal sogar Wirtschaftsbeziehungen auf der Welt, weil wir da mit dem Thema Kränkungen oft gar nicht umgehen können und das überhaupt langfristig weitergeht. Probleme sind, dass manches auch in der Gedankenlosigkeit passiert, dass ich jemanden einfach vergesse, nicht an ihn denke, dass es auch ein versehentliches Verletzen gibt durch Kommentare, so wie ich sie gar nicht sagen wollte, oder auch durch unverhältnismäßig harsche Kritik, die ich aber dann erst im Rückblick wieder erkenne in meinem eigenen Leben. Und schlimmstenfalls sind es bewusst vorgenommene Akte der Erniedrigung, also beispielsweise das Thema Ausgrenzung, bewusst jemanden nicht in den Blick nehmen. Kränkung bedeutet vor allem, dass es eine Wunde im Innersten meines Lebens hinterlässt, wie ich überhaupt erst sie vielleicht gar nicht sehe und wahrnehme. Es sind Gefühle, die gerade auch in frühester Kindheit schon anfangen und wenn es langfristig anhält, mich manchmal sogar dann erst im Alter oder im Erwachsenenwerden beschäftigen, wo ich mich mit auseinandersetze. Was sind also beispielsweise auch Rituale, mich mit meiner Kindheit zu versöhnen, wo ich so manche Schwierigkeiten vielleicht in meinem Umfeld erlebt habe, ob in der Familie oder in der Schule? Oder wie auch immer, was fällt dir da vielleicht ein und wie gehst du mit den Kränkungen in deiner Vergangenheit um? Ob das in deinem nächsten Umfeld war, ob das auch in Kirche und Gesellschaft war oder wo auch immer. Was sind Fragen, die dich bis heute beschäftigen, Wunden, die in deinem Innersten zugegen sind und mit denen du umgehen musst auf Dauer? Wie gesagt, Krankheit ist ein Prozess und es geht ja nur mit kleinen Schritten erst weiter. So auch bei den Kränkungen. Ich kann nicht von jetzt auf gleich alles ablegen, sondern nur in kleinen Momenten und in kleinen Schritten. Manchmal brauche ich vielleicht dazu auch Hilfe, dass ich mich Menschen anvertrauen kann und manche Probleme, die ich vielleicht auch in besonderer Weise in den Blick nehmen muss mit besonderer Hilfe, mit Menschen, die mir wirklich und wahrhaft weiterhelfen können. Beim Thema Erkranken muss ich mich eben auch damit auseinandersetzen, welchen Selbstanspruch habe ich und welche Belastbarkeit kann ich aufweisen und aufzeigen. Was sind also meine eigenen Grenzen, wo ich mir
auch zuschreiben kann und merke, da hört es auf, weiter kann ich gar nicht gehen, das traue ich mir nicht zu oder das kann ich eben auch nicht. Da fehlen mir die Kräfte oder auch der Mut oder es funktioniert einfach nicht. Das muss ich mir manchmal ja auch eingestehen, so schwer es eben auch fällt. Manchmal zeigt sich ja auch am eigenen Körper, dass er dann Signale aussendet und sagt, du, da hast du dir zu viel zugemutet oder da bist du zu schnell unterwegs gewesen, weshalb manche Heilungsprozesse gar nicht eintreffen konnten oder beginnen konnten. Das ist ja manchmal beispielsweise so, wenn ich beispielsweise mir den Fuß gebrochen habe und möglichst schnell wieder zum Laufen gehen will, dann funktioniert ein Heilungsprozess oft nur schwer. Ich habe mir zu viel vorgenommen, ich will gleich wieder ran und in einer Woche will ich wenigstens den ersten Schritt wieder tun. So kommen wir manchmal nicht weiter. Und ich brauche auch auf der anderen Seite Kraftorte, um wirklich Kraft wieder tanken zu können, um neue Hoffnungen für mich zu finden und Hoffnung zu tanken. Da können es Orte der Stille sein, Orte der Ruhe und der Besserung. Deswegen bin ich auch immer dankbar, dass es in den Krankenhäusern zum Glück oft noch Kapellen gibt, wo man sich auch mal zurückziehen kann. Aber auch im eigenen Alltag zu Hause, wenn ich wieder angelangt bin, was sind da für mich Kraftorte? Wo kann ich Kraft tanken und wer sind so Menschen, die mir auch neue Kraft geben können? Welche Rolle spielt da beispielsweise mein Glaube dabei? Wie kann er mir helfen? Darüber wollen wir auch am Donnerstag bei unserem Gespräch sprechen. Ein Gesundungsprozess hat ja oft einen Dreischritt. Zum einen erst die Not zu sehen, wo es manchmal losgeht mit Oje, jetzt ist die Welt völlig anders. Das hätte ich mir nie so vorgestellt, dass das mich mal so treffen wird und so passieren wird. Mein Leiden, das ich in den Blick nehme, die Sorgen, die sich auftun, wie soll es nur weitergehen, wie soll es nur weiter werden, wie soll es auch mit den anderen werden, gerade dann, wenn ich Verantwortung noch für andere auch habe, ist ja auch ein Thema, das man dann nicht außer Blick lassen wird oder ja, was man außer Blick lassen muss. Und im Laufe des Prozesses immer wieder und immer neu auch das Thema Heilung und die Heilung. Wenn ich also eine Zeit erlebe oder mit der Zeit akzeptiert habe, wie es um mich steht, was auch Möglichkeiten und Chancen zur Heilung sind, wie ich weitergehen kann. Natürlich ist das nicht immer automatisch und auch immer gesagt, dass es eintritt, aber oft schon auch in kleinen Schritten zumindest möglich. Ein Thema, das beim Thema Erkranken auch noch wichtig ist, schon gerade im Vorfeld auch einbeschäftigt, ist das Thema Resilienz. Das heißt und will heißen, dass es Menschen gibt, die trotz widriger Umstände ihren Lebensmut eben sich bewahren und die auf Krisen mit Zuversicht reagieren. Da ist jeder Mensch sehr unterschiedlich. Manchen gelingt es besser, manchen fällt es eher schwer. Aber was bei dem Thema wichtig ist, ich kann manche Mechanismen trainieren in meinem Leben, wo es mir dann auch besser gehen kann, wenn ich darauf wenigstens einen Schwerpunkt lege und es immer wieder im Blick habe. Die Herausforderung ist, wie gesagt, dass Menschen so ganz unterschiedlich sind. Ich denke da beispielsweise an den Samuel Koch, der im TV-Format Wetten, dass damals eine so schwere Verletzung erleben musste, dass er fortan querschnittsgelähmt ist, aber der dennoch sich als Schauspieler und Ensemblemitglied des Nationaltheaters Mannheim sich einbringt, der seine Hoffnung nie verloren hat, wie er auch immer wieder berichtet. Es ist also das Thema, wie kann ich die Selbstwirksamkeitserwartung mir bewahren, also was kann ich aus mir heraus tun? Und es ist schon auch die Frage nach der Überzeugung eines Menschen, dass er sein Leben meistern kann, auch mit eigener Kraft, natürlich zudem mit anderer Kraft. Es ist das
Thema auch des festen Vertrauens. Woher nehme ich meine Hoffnung, meine Zuversicht? Wie sieht meine Gottesbeziehung, mein Glaube aus? Trägt er mich? Blockiert er mich? Ist er mir Hoffnung und Trost oder eher Schwierigkeit? Manche neigen eher zum Katastrophieren, also dass man eher die Katastrophen in den Blick nimmt und sagt, oh je, es wird doch niemals mehr besser, das kann gar nichts mehr werden. Und das erzeugt natürlich gleichzeitig unnötigen Stress, der beispielsweise die Heilung belastet oder einfach einen selber ziemlich noch angreift und er zusätzlich schädigt. Manche gehen in der Art und Weise eines Friedrich Nietzsche ran und sagen, was einen nicht umbringt, das macht einen noch stärker. Es ist ja manchmal die Erfahrung zu sagen, okay, das und das habe ich schon im eigenen Leben erlebt, also wird mich das jetzt auch nicht noch völlig treffen. Eine Studie der USA geht heraus, dass Menschen mit verschiedensten Schicksalsschlägen und Erkrankungen, ja auch seelischen Belastungen, danach und infolgedessen besser herausgehen als diejenigen, die keine Krisen und Schmerzen durchstehen mussten. Aber gleichzeitig weist die Studie auch darauf hin, dass es bei mehr als vier größeren Krisen problematisch wird. Dazu zählt immer natürlich der Verlust eines geliebten Menschen oder auch die eigene Erkrankung und Erfahrung, dass es im eigenen Leben eher schwierig wird. Gleichzeitig ist auch klar, dass junge Menschen noch wenig Regenerationserfahrung aufweisen können, jedenfalls im Normalfall, weil sie zum Glück nicht große Lebenskrisen noch durchzustehen hatten, während Ältere eher die Erfahrung machen, dass es im Leben irgendwie immer weitergeht und man so manche Krisen und ja auch Krankheiten und Erfahrungen gesammelt hat und man auch immer weiterkommen kann. Der Neurowissenschaftler Raphael Kalisch sagt, Menschen sind zum Sinnsuchen verdammt. Und er meint also damit, es braucht etwas, das einen antreibt und ja weiterbringt. Für Gläubige ist das oft eben die Nähe und der Bezug zu Gott, seine Kraft, die man spüren kann und im eigenen Leben ja dann auch bezeugen kann. Der Lebenssinn, den ich mir setze, was gibt mein Leben Sinn, Halt, Orientierung, Hoffnung, womit ich mich auseinandersetzen kann und darf und auch muss. Gleichzeitig auch ein individuelles Bewerten des Stressgefühls und Stressfaktors, dass jeder damit anders umgeht und merkt, ja, ich tue mir damit leichter, jemand anders wieder damit oder auch nicht. Wichtig beim Thema Resilienz sind ein paar Punkte, die ich kurz aufschließen möchte. Es ist zum einen ein realistischer Blick auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Da hilft auch oft ein Feedback, sich einzuholen von jemand anderes. Dann eine angemessene Gefühlsregulation. Wo kann ich meine Gefühle auch mal rauslassen? Wo kann ich das sagen, was mich belastet, aber auch das, was mich bestärkt? Dann die positive Erwartungen an die eigenen Einflüsse. Was kann ich bewirken und machen? Was kann ich wirklich tun? Die Fähigkeit, Probleme zu lösen, dass ich das schon irgendwie schaffe. Die soziale Kompetenz, dass ich Menschen um mich habe, die mich auch bestärken und weiterbringen. Und letztlich auch die Ruhe in der Stresssituation, dass ich das in meinen Alltag integrieren kann und mich so bestärken lassen kann. Bei all dem kann ich mich ein wenig trainieren und bestärken und weiterführen. Abschließend möchte ich noch auf das Thema Krankensalbung zu sprechen kommen. Das Sakrament der Bestärkung, gerade in Krankheit und Not, auch im Älterwerden. Das Sakrament, das ja letztlich eine Bestärkungsfeier ist, dass es den Menschen von innen heraus neue Kraft, neue Hoffnung, ja neuen Antrieb geben möge. So heißt es im Jakobusbrief im 5. Kapitel: Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich.
Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. An dieser Stelle im Jakobusbrief wird schon deutlich, um was es in der Krankensalbung geht. Es geht darum, dass derjenige, der mit dem kranken Öl zeichnet wird, neue Kraft spüren darf, dass er aufgerichtet sein darf und so von innen heraus auch neue Bestärkung spüren darf. Eine Zusage des Gottes, der aufrichtet und barmherzig ist, oder wie wir es vorhin in der Textstelle im Matthäusevangelium schon eingehend gehört hatten, nicht die gesunden Bedürfnisse des Arztes, sondern die Kranken. Gott wendet sich uns ganz konkret zu und er will uns aufrichten und bestärken, so eben gerade durch dieses Sakrament, wo es noch einmal deutlich wird. In unserer Gesprächsrunde möchte ich mit euch darüber sprechen, welche Erfahrungen ihr mit Krankheit gemacht habt, beziehungsweise vor allem auch, wie ihr damit umgegangen seid, was euch neue Perspektive ermöglicht hat. Und ich möchte mit euch sprechen über das Thema Resilienz. Wo finde ich meine Kräfte wieder oder erneut? Wie gehe ich überhaupt mit Stress, mit verschiedenen Schicksalsschlägen in meinem Leben um? Wie kann ich da einfach gut weiterkommen? Und darüber sprechen, welche Erkrankungen, Krisen ihr derzeit vor allem in den Blick nehmen möchtet, was euch beschäftigt in eurem Umfeld oder auch in eurem Leben. Darüber wollen wir dann gemeinsam sprechen.